Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Teil meines Webinars Wasservermalbare Ölfarben. Und im heutigen Teil geht es darum, mit einem Pinsel ein Bild zu malen und dafür aber auch einen möglichst großen zu verwenden. Das Thema ist abgesteckt und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid vor den Bildschirmen. Und ich sehe schon, dass es irgendwie eine ordentliche Anzahl ist, die schon zuschauen. Der Chat geht auch schon ab. Also für diejenigen, die sich zum Beispiel noch nicht angemeldet haben oder irgendwie da. Ich weiß nicht, man kann es aber, glaube ich, auch den Chat sowieso sehen, auch wenn man nicht angemeldet ist. In dem Fall kann man halt dann nichts schreiben. Aber er ist auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam und er startet immer schon eine halbe Stunde, bevor der Stream dann tatsächlich startet. Was dann mich auch dann schon ein bisschen eingroovt auf den Abend. Und natürlich diese Antizipation, eines meiner Lieblingsfremdwörter, auf den heutigen Abend ist natürlich dann knisternd zu spüren in diesem Chat. Und es wird sich Gedanken gemacht, was ich denn heute Abend wieder verbrechen werde. Und heute habe ich mir ein paar Sachen vorgenommen, die ich euch zeigen möchte und seid gespannt. Vorab aber auch erstmal hoffe ich natürlich, dass alles tippitoppi ist, also dass ihr mich gut hören könnt. Und der Chat wandert rauf und runter. Servus Stefan, bin heute das erste Mal dabei. Norbert Schwegler, hab aber bereits all deine Streams angesehen. All deine Streams! Du begeisterst mich. Ich kann schon gar nicht mehr Deutsch und so. All meine Streams hast du so viel Zeit im Leben. Das ist ja unglaublich. Also mittlerweile glaube ich, wir sind jetzt ja, glaube ich, bei diesem Stream schon im 18. der wasservermalbaren Ölfarbe und ich habe gar keine Ahnung, wie viele ich jetzt auch mit der Gouache-Farbe gemacht habe. Und okay, Daumen gehen hoch, passt alles. Ja, super, wunderbar. Also das ist natürlich toll. Danke, dass ihr mir Bescheid gebt. Auf jeden Fall, vorab natürlich wieder möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die mich natürlich auch finanziell unterstützen, die den Kanal am Laufen halten, denn in dem Fall heute ist Gin Tonic, weil der Wodka ist mal ausgegangen und der muss bezahlt sein. Nebenbei auch die Pinsel und die Farben. Die andere Sache ist die für diejenigen, denen es nicht möglich ist, mich da und den Kanal zu unterstützen. Da freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr den Video liked, kommentiert, teilt und für diejenigen eben, die das erste Mal da sind, ein Abo dalasst, wenn euch das interessiert. Weil ich werde jetzt auch immer wieder in den Lücken, wo kein Livestream ist, dann immer wieder auch vorproduzierte Videos dann bringen und vielleicht interessieren euch die ja dann auch. Ein anderer Punkt ist eben auch, dass unten in der Videobeschreibung eben dieser PayPal-Link ist, weil ich möchte es eigentlich auch so machen, dass ich jetzt hier den Kanal nicht monetarisiere, also dass Werbung läuft. Und dementsprechend ist es natürlich super, wenn ihr in der Form natürlich dann die Möglichkeit habt, mir dann eine Unterstützung zukommen zu lassen. Und die andere Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist, dass es auf Instagram, ich weiß nicht ganz genau, ob ich es irgendwo noch auf Facebook machen werde, aber das sind so die sozialen Netzwerke, die die meisten haben, gibt es eben eine Chatgruppe, in die ich euch natürlich gerne einladen möchte, wenn ihr Interesse habt. Und wenn ihr zum Beispiel auch im Rahmen dieses Webinars dann eure Bilder postet, könnt ihr die natürlich mit einem Hashtag versehen, der Pinnwand-Muezel ist. Pinnwand falsch geschrieben. Aber das findet man auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ist es auch so, muss ich das jetzt einfach mal so in die Kamera hineinrufen. Denn in dieser Chatgruppe ist es so, da ist die Idee entstanden, sich gegenseitig zu malen. Und ich sehe jetzt schon die ganze Zeit die Ergebnisse. Und ich sehe natürlich einige von euch hier jetzt auch im Chat. Und ich bin ziemlich angetan. Also ich bin erstens begeistert von den Ergebnissen und zweitens natürlich auch von eurem Enthusiasmus und eurem Fleiß und Begeisterung. Finde ich super. Ich bin ganz, ganz begeistert. Also das heißt, wenn ihr die Bilder zum Beispiel sehen wollt, dann könnt ihr zum Teil die eben auch unter diesem Hashtag finden. Abschließend noch, also für die Einleitung, weil das mache ich natürlich dann immer, dass ich dann die Schäfchen, die dann hereintrudeln, natürlich sammle. Und mein Freund Andrew Judd is joining us. Hey Andrew. Und auf jeden Fall, Sascha ist auch wieder dabei, freue ich mich natürlich sehr. Stelio, Jeanette, also unglaublich. Also ich kann jetzt auch gar nicht alle nennen, die jetzt auch im Chat und schon dabei sind. Andererseits habe ich natürlich nur einen Teil der Leute, die eben regelmäßig chatten,
Es sind aber auch wirklich viele Leute, die gerade im Moment zuschauen und das freut mich natürlich auch sehr. Eine andere Geschichte ist, dass ich, das habe ich schon angekündigt, aber ich war jetzt irgendwie dezent überbeschäftigt, dass ich irgendwann mal auch dann gesonderte Webinare machen werde. Und die kommen dann in den nächsten Tagen, werde ich das dann mal auch auf meiner Webseite ankündigen und auch einen Newsletter rausdonnern. Und wer eben sich in mein Newsletter eintragen möchte, kann das auf meiner Homepage tun, auf der Kontaktseite. Dazu ist es dann so, dass am Samstag, diesen Samstag, starte ich wieder eine eBay-Auktion mit dem Gemälde der Woche. Das heißt, ich werde einmal wöchentlich am Samstag um 10 Uhr ein Gemälde aus meiner Kollektion auf eBay zur Auktion geben. Das wird 24 Stunden dort zu sehen sein und ja, seid gespannt, was ihr da zu sehen seid. Also einerseits entweder ihr habt dann die Möglichkeit, einigermaßen günstig auf eBay dann ein Werk von mir zu erstehen und andererseits seht ihr natürlich dann auch, was ich dann so über die Jahre hinweg gemacht habe. Denn es sind eben wiederum Bilder aus den ganzen Zeiten, die ich oder aus verschiedenen Werksphasen, die ich gemacht habe. Und das kann man dann eben auch zum Beispiel auch auf Facebook schon mal sehen, wenn man den Dezember durchschaut, was für verschiedene Bilder ich da auch gepostet habe und gezeigt habe. Jeanette sagt, Mai, du machst ja echt viel für uns. Ich bin begeistert. Freut mich, deine Begeisterung begeistert mich natürlich. Umgekehrt, also. Okay, also das heißt, oh, Annette, also okay, dann kannst du nicht groß mitdiskutieren, aber wir werden das werden dir nachsehen. Denn, um jetzt mal hier wieder zur Sache zu kommen, ich habe nämlich glücklicherweise dann diesen ganzen Aufbau heute Nachmittag nochmal umgeändert und dann habe ich wieder technische Probleme gehabt, wie es immer so ist bei diesem ganzen Technik- und Livestream-Gedingsel. Und habe das dann umgedreht, weil ich hatte die Kamera auf der anderen Seite. Ihr seht ja, die Kamera, die mich jetzt dann filmen wird, also die das Mahnen filmen wird, die steht jetzt hier hinter mir. Und ich habe das dann eben geändert, weil meine Hand war im Wege und mit dem Licht war es irgendwie kompliziert und ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Und wenn ihr so nett seid, dass ihr mir dann vielleicht irgendwie im Nachhinein ein Feedback gebt, entweder im Chat jetzt oder auch wenn ihr im Nachhinein die Videos anschaut oder dann auch, wenn der dann online ist, könnt ihr mir einfach mal auch Bescheid geben, weil ich habe eben ein Licht jetzt auf meiner Malplatte, ich habe ein Licht auf mich und es ist jetzt irgendwie auch relativ umgeändert und ich hoffe, dass die Qualität auch so ist, dass ihr da auch gut sehen könnt, was ich da mache. Denn das ist natürlich wichtig, weil ansonsten hier jetzt das Blabla und mein Gesicht, das ist nicht so wichtig, dass das jetzt irgendwie in Fokus ist, nicht unbedingt. Aber natürlich halt irgendwie auf der Malplatte ist es wichtig und das wäre natürlich super, wenn ihr da mir etwas Feedback geben würdet. Weil am Schluss geht es dann auch noch um den nächsten Stream und da kann ich das ja eigentlich schon mal in die Runde werfen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, ist es so, dass ich da natürlich drauf eingehen kann, weil ich im Moment noch keinen richtigen Plan habe, was ich nächste Woche machen werde. Denn eine Sache, die schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen in der Pipeline liegt, ist altmeisterliche Malerei mit Schwarz-Weiß-Untermalung und Lasuren. Das würde aber mehrere Streams bedingen. Muss ich mal schauen. Aber in dem Fall, falls ihr irgendwelche anderen Themen habt, die ihr mal angekratzt haben möchtet, dann schreibt sie in die Kommentare. So. Dann schauen wir mal. Okay. Okay. Super, freut mich. Ich kann es jetzt gar nicht so, was alles vergangen ist, das kann ich jetzt gar nicht mal. Ich werde jetzt nicht mal hochscrollen und so. Auf jeden Fall, ich werde jetzt noch einen Schluck nehmen, um meine Stimme zu ölen. Geht es heute darum, one brush to rule them all. Und da ist es eben so, dass ich das oft als eine Übung mache für meine Malkurse, weil es ist tatsächlich so eine Geschichte, die man immer wieder beobachten kann. Das ist, dass die Leute in der Regel zu kleine Pinsel verwenden. Und so mein lapidarer Spruch, den ich immer zum Besten gebe, ist, wenn man glaubt, dass das der richtige Pinsel ist, dann soll man den nächstgrößeren nehmen. Und der ist manchmal auch schon zu klein. Und das ist auch so eine Geschichte, dass ich natürlich dann heute entscheiden werde, welche Größe von Pinsel ich dann verwenden werde. Und das bedeutet auch, dass ich dadurch natürlich einen Vorteil habe, dass ich relativ schnell malen kann.
Also, weil ich eben nicht mit einem kleinen Pinsel vorgehe, wo natürlich dann die Problematik entsteht, das ist bei den Details. Und da möchte ich euch eben dann zeigen, wie ich dann damit umgehe, also mit diesen Details. Also das heißt, wie löse ich dann diese Sache? Und das ist eigentlich auch mal eine ganz gute Übung jetzt im Hinblick darauf, dass man sich diszipliniert. Die Problematik, die ein bisschen entstehen wird, das werdet ihr dann auch sehen, das ist, ich muss den Pinsel andauernd sauber machen. Aber das geht auch. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, dass ihr für die hellen Stellen und für die dunklen Stellen immer einen Pinsel verwendet. Also das heißt grundsätzlich oder umgekehrt. Ich nehme für die Schaffnerfarben nehme ich einen Pinsel und für die Lichterfarben nehme ich einen Pinsel, nämlich das zu wechseln. Also wenn ich jetzt hier ins Weiß und ins Blau gehe, werdet ihr sehen, ist ein bisschen anspruchsvoll, aber wird alles funktionieren. Also, das heißt, Alte Meister wird angenommen, den nächstgrößeren. Ja. Tonwerte, Tonwerte. Oh ja, genau, Rita Weichert sagt das. Tonwerte, Tonwerte, Tonwerte nochmal erklären wäre toll. Okay, das ist ein ziemlich gutes Thema, ehrlich gesagt. Und ja, ansonsten, also wie gesagt, ich muss immer da irgendwie in den Chat schauen. Also ich habe hier alles vor mir aufgebaut. Ich kann ja auch mal, ich werde vielleicht irgendwann mal so ein kleines Filmchen machen, wo ihr seht, wie das dann von meiner Seite ausschaut. Von meiner Seite schaut es nicht ganz so sexy aus, wie ihr das so seht, weil ich habe ja unheimlich viel Technik rumstehen und Licht und das ganze Zeug, das mich dann blendet. Und ja, der 10 cm breite Pinsel wäre doch mal eine Herausforderung. Ja, kann man machen, aber es ist die Frage eben, wie groß dann die Leinwand sein wird. Also ich schalte einfach mal um und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, mich immer noch zu sehen. Ne? Da unten rechts in der Ecke, rechts in der Ecke. Und hier meine Leinewand und hier meine Palette. Es ist so, dass ich für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt alle Streams vorher anschauen mögen, ist es so, dass ich hier ein Malmittel verwende, das ich jetzt relativ am Anfang schon angesetzt habe. Das ist dieses ganz normale Painting Medium von Cobra. Und das habe ich 50-50, also besser gesagt, mit ein Teil Malmittel, ein Teil Wasser verdünnt. Und deswegen wird es so milchig. Man nennt das Emulsion. Es sind jetzt eigentlich auch, bis auf die beiden Farben, die sind jetzt Winsor & Newton und die anderen sind die Talens Cobra. Und ich habe jetzt auch bei dem Weiß einmal nichts reingemischt. Also ich verwende die jetzt einfach so, wie es die aus der Tube kommen. Ich probiere das jetzt mal aus. Die andere Geschichte ist, da war auch so eine Frage bei letzte Woche, also vom Bernd, war diese Frage mit dem grauen Untergrund. Und damit ich euch natürlich immer schön verwirren kann, ändere ich natürlich meine Strategie andauernd. Und heute arbeite ich eben auf einem weißen Untergrund und ich zeige euch dann einfach, wie ich da auch vorgehen werde. So, let's get this party started. Denn ein weißer Untergrund ist grundsätzlich nicht wirklich gut zu malen. Das muss man einfach mal sagen. Weil, und das seht ihr jetzt eigentlich auch hier auf der Vorlage, also falls es euch interessiert, ich habe das Ganze, das ist das Vollformat meiner Kamera. Also das heißt, die Sensorgröße ist 2 zu 3. Also das heißt, ich habe hier 20 auf 30 Zentimeter. Jetzt war es dann so, dass ich dann irgendwie so ein langes, hohes Format wollte ich irgendwie nicht machen. Und hier der untere Teil, da gibt es dann Reflexe. Also wenn ihr das Bild, also für diejenigen auch wiederum, die neu dabei sind, die Bilder sind in einer Dropbox-Galerie, wo der Link unten auch in der Videobeschreibung ist. Also das heißt, ihr könnt euch die Vorlagen runterladen und könnt die dann selber entweder auf eurem Bildschirm nehmen. Also ich drucke die auch immer aus, weil dann natürlich die Farben nicht ganz so leuchtend sind wie am Bildschirm. Und da hat man natürlich mehr die Möglichkeit ranzukommen. Die Dunkelheiten sind okay, also mein Stream fängt das Schwächeln an, wobei eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum das so ist. Ich glaube, das ist irgendwie die Internetverbindung. Also ich hoffe, ihr mögt es mir nachsehen. Also im Moment schwächelt es gerade ein bisschen. Mein Computer orgelt wie verrückt und so. Die Rita fragt mich, hast du das Se Foto selbst gemacht? Ja, das ist in Köln entstanden. Aber jetzt müsstest du mich echt wirklich prügeln, wenn ich ihr jetzt noch sagen könnte, weil das nämlich irgendwie 2013 oder so ähnlich war, wann ich das gemacht habe. Aber wie schon der Johann Wolfgang von Goethe immer so schön sagte, alle Theorie ist grau. Also auf jeden Fall, ich habe hier einen Papierstreifen reingemacht, um die gleiche Proportion von dieser 24 auf 30 Malplatte. Und in dem Fall ist es keine Malplatte, sondern es ist eine Hartfaserplatte. Tatsächlich, auf der Rückseite hat die diese raue Oberfläche.
Und auf der Vorderseite habe ich irgendeine Grundierung, wo ich nicht einmal genau weiß, was es ist. Also ich werde jetzt überrascht werden. Und dementsprechend fange ich jetzt einfach mal an. Denn ich habe hier zwei dominante Farben. Ich habe das Blau und ich habe ein Orange. Also der Vorteil ist wirklich auch, ich habe hier die zwei Komplementärfarben in einer relativ verminderten Form. Und ihr könnt es hier, an dem hier, könnt ihr das total gut sehen. Ich habe hier dieses weiße Papier und hier ist die Marmorstatue, also besser gesagt, das Marmor an sich ist warm beleuchtet und hat eigentlich auch einen leichten Ton. Und dementsprechend ist es jetzt so, kann ich das jetzt so machen, dass ich das hier betone oder das hier betone. Was ich grundsätzlich jetzt machen werde, damit ich jetzt nicht in Schwierigkeiten komme, ist, dass ich erstmal mit einer warmen Farbe anfange. Und die warme Farbe ist hier das Transparentoxidrot. Also ich habe es nicht gesagt, das ist hier. Ui, ich weiß gar nicht, was das für ein Gelb ist. Ich musste nämlich bei Cobra, die haben kein Cadmiumgelb. Da bin ich auf das permanent gelb hell gegangen. Bin jetzt auch mal gespannt, was da passiert. Und das ist Transparentoxidrot. Das ist ein vermindertes Orange. Also das heißt, ich habe hier das Orange dazwischen. Ich habe es aber hier zum Blau. Ihr werdet sehen, das brauche ich ganz stark für das Bild. Achso, ja, genau. Die andere Sache, die ich gesagt habe, das ist, ich könnte jetzt mit dem oder dem arbeiten, aber dadurch, dass ich jetzt trotzdem auch ein bisschen Details machen will, ist es so, ich könnte jetzt den größeren Pinsel nehmen, aber ich will nicht wechseln. Also das heißt, ich werde mit dem Pinsel alles malen. So. Und das hatte ich jetzt auch schon vorher einmal, dass diese wasserformalbare Ölfarbe, wenn man sie sehr stark mit Wasser verdünnt, trocknet die auch ziemlich schnell. Also das ist natürlich der Vorteil. Das ist jetzt auch so, dass ich ganz generell auch erst einmal lieber also jetzt habe ich die Leinwand getönt. Also das heißt, ich habe ihr einfach mal erst einmal einen Ton gegeben. Und dementsprechend, ich muss meinen Zettel hier wegräumen, habe ich zum Beispiel, hätte ich die Möglichkeit, aber so weit bin ich noch gar nicht, dass ich dann manchmal Sachen rausnehmen kann. Aber wer bremst, hat Angst, mache ich jetzt eigentlich gar nicht. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, dass ich schau diese Formen auch erst einmal auch so anzulegen. Also das heißt, ich habe jetzt auch ich versuche diese Dynamik und diese Linien erst einmal auch zu machen. Und das kann ich jetzt auch mit dieser verdünnten Farbe machen. Also das hat sowas von Aquarell. Dieses Antuschen. Und auch etwas, was ich ganz oft mache, ist, dass ich über den Negativraum gehe. Das heißt, dieser Negativraum, also dieser Umraum ist super, super wichtig. Und ich kann da jetzt, und ihr seht es, das zieht auch jetzt schon an. Also das ist so, diese Farbe an sich, das ist ein riesengroßer Unterschied zur Ölfarbe. Denn die Ölfarbe, die wäre jetzt also die reguläre Ölfarbe, die wäre dann auch so, dass man das Ganze dann auch nochmal ein bisschen mehr bewegen kann. Aber das werde ich jetzt einfach mal probieren. Also das heißt, ihr seid jetzt einfach echt live dabei, wie ich fröhlich probiere. Und das seht ihr schon, da wird es schon sehr, sehr trocken, die ganze Geschichte. Also, ja. Und diese Mischung von Transparentoxidrot und Blau
ist so, dass das eine Farbe ist, die ganz wunderbare Grautöne fabriziert. Also, das werdet ihr dann sehen. Und das ist jetzt auch so meine Sparversion von Zeichnung. Also, Widerspruch Cadmium, Gelb, Zitronen, Mittel, Dunkel, Cadmium, Orange gehören alle zum Cobra Artist Umfang. Okay, einfach deinen Dealer auf die Füßchen treten. Der Dealer heißt Jerst Acre, ne? Okay, da muss ich mehr treten, ne? Entschuldige, Sascha, du hast recht, du hast natürlich recht, aber es ist so, dass ich große Tuben haben wollte. Und ich glaube, die hatten es nicht in großen Tuben. Aber das kannst du mich auch wiederum korrigieren. Das kann ich da jetzt gar nicht mal genau sagen. Aber ich glaube, das war der Grund, warum ich dann auf die andere Farbe zurückgegriffen habe, weil ich nämlich eine größere Farbe gebraucht habe. Ne? So. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das ist so, das Coole dran ist, ich zeige euch das jetzt mal. Also als erstes Mal wäre es so, man könnte. Ihr seht natürlich, das Phthalo-Blau ist natürlich der Killer. Na, das ist jetzt immer noch im Pinsel drin. Ui, das ist echt der Killer. Okay, was ich nämlich machen wollte, ist, ich wollte es rauswaschen, aber es funktioniert nicht hundertprozentig gut. Na, das ist ja auch so eine Geschichte, dass. Also das Nette an dieser Art und Weise oder dieser Vorgehensweise ist natürlich auch, dass man. Ui, ich glaube, das wird heute schwierig werden. Ich habe da phthalo-blauen Pinsel und ich kriege das eigentlich durchs Wasser nicht raus. Das ist wirklich phänomenal. Also so lernt man dazu. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber was ich euch eigentlich zeigen will, ist, dass man jetzt zum Beispiel. Auch zum Beispiel jetzt aufhören könnte. Es ist wirklich total komisch. Das ist so, es geht nicht aus dem Pinsel raus. Wir werden es dann mal schauen, wie das dann im weiteren Verlauf ist. Und das ist jetzt das Sozialpädagogen-Wir, denn in dem Fall werde ich das machen. Andrew hatte letztens, die Christine schreibt gerade, Andrew hatte letztens Shellac als Untergrund, damit er die Farbe besser bewegen konnte. Würde sowas auch bei Wasserfarbe? Ja, das würde auch gehen. Ja, weil das kann natürlich auch sein, dass hier mein Untergrund ein bisschen zu saugend ist. Na, das werde ich dann merken, wenn ich dann richtig Farbe drauf gebe. Na? Also. So. Also ich kann das jetzt auch, also dieser Shellac ist natürlich der große Vorteil, dass der super stark isoliert. Ist aber auch wirklich ein Nachteil, dass dann diese Farbe ganz oft, wie soll ich sagen, ziemlich rutscht. Und wenn man zum Beispiel mit dem Pinsel drüber geht, dann bleiben dann so Rillen. Ja. Ah, okay, ja, die großen gibt es in 40 Farben, sprich in denen, die oft verlangt sind. Cadmiumfarben sind da leider nicht auf dem sind da auf dem Absteigen. Ja, okay, das ist das. So, gut. So, was ich grundsätzlich machen werde, ist, dass ich. Die Farbe, muss man schauen, hier das Face ist ein bisschen arg.
Nämlich, ich werde jetzt das Ganze so malen. Dass ich auch, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, dass ich auch jederzeit aufhören kann. Also, und das seht ihr jetzt schon, dass ich das über diese Flecken mache. Und ich male jetzt keine, wie soll ich sagen? Ich male jetzt tatsächlich einfach nur Flecken und keine Gegenstände ist es ja nicht, aber die Skulptur, also ich denke jetzt nicht in Nasen, Augen, Mund oder so. Das ist jetzt was ich jetzt nicht tue. So. So, das heißt, grundsätzlich, ich kann jetzt, das sind zwei Sachen, die jetzt wichtig sind. Das sind natürlich die Lichter, aber was für mich jetzt noch wirklich um Vielfaches entscheidender ist, es ist das ist der Negativraum. Und ich versuche dann auch im weiteren Verlauf die Farbe immer weniger zu verdünnen, aber jetzt am Anfang ist es so, dass ich die Farbe so stark verdünne, dass sie gut aus dem Pinsel rutscht. Auch was, das, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, ihr könnt es vielleicht sehen, ja. Ich bin ziemlich weit von meinem Bild entfernt. Und halt den Pinsel auch ziemlich am Ende. Und so werde ich dann auch weitermalen. Also das heißt, das, was ich da jetzt schon mache, das wird immer so weitergehen, dass ich immer vor und zurück mal und dann auch dadurch dann so eine gewisse Weichheit dann reinkriege. Also das heißt, ich muss jetzt da auch die Proportionen, das heißt, ich habe dann hier, das dann, da geht es weiter runter, ne? Ist dann hier die Frage, wie weit geht es rein, ne? So, solche Geschichten, die werde ich jetzt einfach noch korrigieren und ändern, ne? Okay, Andrew hat eine Antwort gegeben, sehr gut. So, das heißt, ich gehe von der einen Farbe zur anderen. Also das heißt, dass ich über die verwandten Farben gehe, dass ich eben auch in meiner Mischrichtung, weil hier werde ich dann braunere Farben brauchen. Hier ist es ein bisschen bläulicher und hier ist es auch bläulicher. Na? Aber ich mache das jetzt erst einmal so, dass ich auch und da ist es dann so, dass ich Sie muss dann sehen, wie gut es funktioniert, aber ich lasse mich überraschen. Und wie gesagt, wenn die Farbe zu zäh ist, gebe ich ein bisschen Malmittel rein.
Und die Farben, die sind es nicht unbedingt immer, dass die wirklich das Ganze dann so entscheidend machen. Das Coole ist eigentlich, dass man eher so ein bisschen Pinsel laufen lässt. Schaut, dass man da ist es tiefer, da die Stirn, da muss ich dann die Helligkeit. Und es baut sich dann halt einfach auch so, dass ich, ihr seht, ich bin mit den Augen viel zu hoch gewesen, ne? Ja. Also ich gehe dann immer von der einen Farbe zur nächsten über. Und schaue, ob ich dann. Ich muss irgendwann mal die helle Farbe reinsetzen, ne? Das ist auch klar, ne? Hier, wo das Kinn ist, da ist es heller. Da ist es heller. Und das Gute daran ist auch, dass es. Wenn ich jetzt hier. Da sieht man schon, dass das Gelb ist natürlich echt problematisch, weil ich sehe jetzt schon, dass ich total viel reinmalen muss, um dass sich was tut. Ne? So, das kann natürlich jetzt echt sein, dass ich mit dem Pinsel echt nicht weiterkomme. Und das probiere ich jetzt eben. Wenn mir jetzt mein Weiß einfach zu dreckig sein wird oder so, dann muss ich leider den Stream umtaufen. Zwei Pinsel anstelle von einem. Ja. Ihr seht es, das ist echt wirklich schwierig. Das ist so, wenn ich jetzt hier das im Malmittel mache. Kriege ich die Farbe auch nicht so hundertprozentig gut raus. Also, ich habe ja schon am Anfang des Streams eigentlich oder des Webinars euch erzählt, dass ich natürlich auch diesen ganzen Weg einmal so gehe und mal probiere, was möglich ist mit dieser Farbe. Ne? Okay. Es ruckelt gerade schon wieder. Ne? Ja. So. Schauen wir mal. Ja, geht einigermaßen. Ich darf nur nicht so arg aufdrücken mit dem Pinsel, weil was dann passiert ist, dass dann die Farbe von hinten aus dem Pinsel rauskommt. Und wenn das dann passiert, ist es so, dann muss ich immer wieder hier frische Farbe anrühren. Und mir geht es jetzt eher darum, erst einmal die Flächen zu schließen. Damit ich. Das alles ein bisschen besser einschätzen kann. Ne? Auch wieder. Ihr seht es, der Pinsel ist jetzt verdreckt hier, ne? Seht ihr es? Was ich dann mache, ist, dass ich nur sauber mache, nicht ins Wasser gehe und
mir immer wieder frische Farbe anrühre. Christine fragt, beim jetzigen technischen Aufbau mit Sicht auf das Miniaturbild kannst du ja gut die Zeichnung überprüfen. Nutzt du dies als Hilfe, auch wenn du ohne Zuschauer malst? Ja, da gibt es unterschiedliche Sachen. Also das ist so, als Hilfe kann ich zum Beispiel im Atelier, also was da hilft, um das zu kontrollieren, das ist ein Spiegel. Dass man das Bild dann im Rückspiegel anschaut. Und dadurch das Bild dann verkleinert sieht. Also das hilft einem dann, um die Farben besser zu beurteilen. Und es ist aber so, was jetzt schon auch passiert ist, seht ihr ja auch, dass sich die Farben vermischen. Vor allen Dingen ist es so, ich habe mit Phthalo-Blau gemalt. Also das ist echt wirklich die Farbe, da würde ich immer draufschreiben, auf Phthalo-Blau fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ne? Weil das ist echt hinterhältig, diese Farbe. Ne? Ja. Und was aber jetzt für mich auch so ein entscheidender Punkt ist bei dieser ganzen Art von Malerei, das ist, dass ich jetzt auch wieder die Farbe ein bisschen hin und her schieben kann. Ne? Ja, das Vorschaubild, das hilft mir natürlich. Ich sehe das ja hier zweimal klein. Und ja. Aber wie gesagt, das ist so, für mich ist es dann auch immer so, dass ich während dieser Streams das nicht immer so super genau nehme, weil ich manchmal nicht die Zeit habe, das so gut zu überprüfen, wie wenn ich das jetzt normalerweise malen würde. Hier seht ihr das. Also das ist ein bisschen das Problem. Wenn ich jetzt hier aufdrücke, seht ihr das? Das heißt, dieses Blau, das ist in den Fasern drin. Und man kriegt es eigentlich durchs im Wasser auswaschen, geht es eigentlich nicht mehr raus. Das ist wirklich phänomenal. Also die Isabel fragt gerade, wie ich die Malplatte auf dieser Holzplatte befestige. Das habe ich schon mal in einem Stream eigentlich gesagt, mit so Klebepapier, mit Tesakrepp-Schlaufen. Also ich mache so Schlaufen und habe dann, jetzt bei dem habe ich jetzt mehrere hinten dran. Ne? So. Damit das Ganze dann hält. Und bei dieser Art und Weise des Malens ist es so, dass ich jetzt ganz stark auf der Oberfläche mische und diese Mischtöne auch in Kauf nehme. Und, also besser gesagt, diese Mischtöne, also dieses Verquälen der Farbe, das nehme ich in Kauf. Und ihr werdet sehen, auch wenn es nicht immer die richtige Farbe ist, ist es so, dass ich jetzt, je weiter ich mal, dann immer mehr in die Details kommen. Ein anderer Aspekt, den ich da noch habe, das ist, dass ich versuche, weiche Kanten zu fabrizieren. Und das entsteht dadurch, dass ich immer wieder mit dem Pinsel dann
an die gleichen Stellen ranfahre und auch manchmal auch aus der Form rausgehe. Und wenn ich in dem Prozess des Korrigierens bin, also der Formen, sind mir die Farben nicht immer so hundertprozentig wichtig, dass die jetzt gleich von Anfang an tippitoppi, ole, 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 ole. Sondern ich schaue jetzt eben, dass ich eher so Übergangstöne schaff. Ja, also das ist, der Apo sagt das, also das ist so, das habe ich jetzt bei den letzten Streams schon, das könnte ich jetzt zum Beispiel mit der normalen Ölfarbe, wäre das Ganze so, dass ich das jetzt mit dem Lösungsmittel den Pinsel um einiges sauberer kriegen würde. So. Und auch etwas, zum Beispiel hier, ne, wenn ich jetzt eine Farbe habe, die ist jetzt aus. Und dementsprechend mische ich die dann immer wieder nach. Also das nicht mit den Resten der Farbe arbeiten, die auf der Oberfläche sind. Ups, da bin ich jetzt hängen geblieben. Pinsel. Da habe ich vergessen, die Helligkeit reinzumalen. Und da kann ich dann auch, das ist jetzt diese dunkelste Dunkelheit, das ist tatsächlich die Zeichnung. Ne? Und jetzt muss ich da auch nochmal, ne, wenn ihr das anschaut, da, was dann hier, und da muss ich dann hier das nochmal klären. Dann schauen, weil der Mund ist ziemlich nah am. An der Nase, weil sie den Kopf so stark nach unten hat. Etwas Seife im Wasser und auch Phthalo-Blau gibt auf. Ehrlich? Spülmittel oder Seife? Doris A. sagt es, etwas Seife im Wasser und auch Phthalo-Blau gibt auf. Naja, beim Reinigen schon, aber das ist so. In dem Fall, Vera Ziegelmeier sagt, das ist in den wasserformbare Ölfarben. Ich habe hier gar kein Chisol, ich habe kein Lösungsmittel. Ne? Also, ich wollte jetzt noch den Hintergrund machen. Seht ihr, das ist viel zu wenig Farbe. Wenn ich jetzt da malen würde, würde nicht zu viel passieren. Ich mische mir dann immer wieder die Farben frisch an. Und das hier ist zum Beispiel zu niedrig geworden. Und da muss ich es auch noch mal korrigieren. Ich meine, ihr kennt es ja schon von diesen ganzen Streams. Das ist ja so, ihr sitzt da vom Rechner und seht es natürlich um einiges besser, als ich das dann oft sehe, weil ich halt dann auch keine Pause mache und keinen Abstand habe zu dem Bild. Und
jetzt fängt dann so diese Feinjustierung an, wo ich dann Farben reinmal und dann jetzt auch vermal. Das heißt, auch wenn mir das jetzt vielleicht ein bisschen zu kontrastreich ist, ist es trotzdem so, dass ich das dann reinsetzen kann. Jetzt seht ihr es, ich habe aufgedrückt. Da, ne? Sobald ich aufdrücke, hole ich die Farbe aus dem Pinsel raus. Also das heißt, da müsst ihr aufpassen, dass ihr da möglichst nicht diese Flüssigkeit dann hervorholt. Da geht es noch weiter raus. Da ist nichts Blaues. Da. Weil ich muss jetzt dann mal hier diese Übergänge will ich mal machen. Das ist so ein Mittelton, ist das dann. Ja, weil das ist zum Saubermachen, nehme ich auch Seife. Aber während des Malens, glaube ich, wäre das jetzt nicht so richtig günstig, wenn ich da Seife verwenden würde. Und und ich mache das auch so, dass ich jetzt auch andere Farben mit einführe, die das Ganze natürlich ein bisschen lebendiger gestalten. Und ich habe jetzt auch sehr viele Farben auf der Oberfläche, also Material an Farbe. Und jetzt brauche ich irgendwann mal den Reflex, ne? Und dieser Reflex, das ist ein bisschen hinterhältige Farbe. Ich probiere es jetzt erst einmal aus. Und auch wenn ich jetzt irgendwie was vermal, also wegnehmen, was eigentlich vielleicht ganz gut gemalt war, aber das ist in dem Fall, ach, das Gelbe ist echt schrecklich. Okay. Male ich es dann mir wieder hin? Hier zum Beispiel Schlüsselbein, da ist eine Dunkelheit und wenn mir das zu arg wird, male ich dann noch ein paar Mal drüber und nehme es weg. Jetzt drücke ich mehr auf, weil da brauche ich mehr Dunkelheit hier in der Armbeuge und hier drüben will ich es auch noch mal dunkler gestalten. Na? Das ist dann hier diese Farbe, die habe ich jetzt die ganze Zeit gebraucht und da unten ist es auch. Und nämlich hier wäre das. Ja. Ich will mal hier diesen Ton wegnehmen, damit ich da ein bisschen eine geschlossenere Form habe. Ja.
Also mir geht es jetzt nicht so super mäßig um die sklavisch genaue Reproduktion dieser Skulptur. Also ich lasse es jetzt ein bisschen laufen, ehrlich gesagt. Und schau, wie weit ich komme mit dem Pinsel. Weil, das zeige ich euch dann natürlich später, dass ich dann versuche natürlich so stark ins Detail zu gehen, wie es mit dem Pinsel tatsächlich möglich ist. Ne? Also das ist auch so. Ja. Ich werde noch ein bisschen was machen und dann werde ich mal kurz innehalten und dann können wir noch mal kurz Fragen und Antworten machen, weil dann kann ich auch wieder ein bisschen einen Abstand kriegen. Falls ihr der Meinung seid, zum Beispiel, was mir jetzt auffällt natürlich, ist, dass das viel zu kontrastreich ist. Ne? Und dementsprechend habe ich dann immer wieder die Möglichkeit, diese Töne dann ineinander zu malen. Was aber die elegantere Möglichkeit ist, oder besser gesagt, die elegantere Art und Weise zu malen, ist, tatsächlich Farbe drauf zu malen. Ne? ein anderer Aspekt, den man natürlich bei dieser Art von Malerei hat, das ist, ich muss jetzt hier aufpassen. Ich habe blöderweise natürlich hier dieses Blau ziemlich intensiv gemacht und bin ein bisschen chaotisch vorgegangen. Wenn ich jetzt hier in das Weiß reingehe und brauche aber echt eine saubere Farbe, muss ich echt aufpassen. Seht ihr, das ist sowieso schon ein bisschen zu. Da werde ich jetzt irgendwann mal neues Weiß brauchen. Weil das dann sonst so dreckig ist. Ich drücke jetzt mit dem Pinsel nicht so arg auf. Ich zeige euch, ich male jetzt erstmal. Und geh auf alle Stellen, die besonders leuchtend sind. Die mache ich jetzt mit dem reinen Pinsel. Und vermalen tue ich es dann erst ein bisschen später. Und sobald ich jetzt immer mehr Flecken drauf male, das ist das, was ich euch jetzt auch gezeigt habe, mit dem, dass ich das vermal, ich muss es gar nicht so machen, sondern ich kann durch immer mehr Flecken das ganze Bild dann glatter machen. Und ich kann es aber auch noch vermalen. Also das ist so, da habe ich dann mehrere Möglichkeiten. Das Ganze zu machen. Und ihr seht schon, die coolen Sachen passieren dann, wenn die Farbe sich so ineinander malt. Weil dadurch entstehen dann einfach also interessante Übergangstöne und Mischtöne. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass hier zum Beispiel eine Kante zu hart ist, aber ich lasse das jetzt einfach auch mal ein bisschen bewusster. Ne? Also. So. Gibt es noch irgendwie irgendwelche Fragen? Ich mache mal kurz Pause. Angelika, macht Stefan immer so? Was mache ich immer so? Monster? Monster? Heute nackter Inder? Schönes Mädchen? What? Ich habe, irgendwie ist es so, dass ich manchmal dann, wenn ich den Chat nicht mitverfolge, dann steige ich manchmal echt aus. Kann man sagen. Und immer wieder frische Farbe. Immer wieder geht die frische Farbe auf. Ja.
So, das heißt, ich kann das dann sogar noch ein bisschen runter setzen, indem ich hier zum Beispiel das ist jetzt nur das Siena mit Weiß. Und diese Variationen, die sind natürlich das Interessante dran. Ja, zum Beispiel den Nasenflügel. Da nutze ich dann jetzt weil ich muss da noch eine Dunkelheit reinsetzen. Nutze ich dann die, auch wenn ich hier zum Beispiel das noch nicht geklärt habe, das ist jetzt noch gar nicht so schlimm. Ich mache den Pinsel wieder sauber. Hole mir saubere Farbe. Und mache hier die Nasenspitze. Die muss da sein. Da muss ich es noch korrigieren. So. Und das Gute an dieser Vorgehensweise ist auch ein bisschen, dass man eigentlich auch zu jedem Zeitpunkt des Bildes das Ganze so stehen lassen kann. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel auch eben so Stellen, die intensiver sind. Und die setze ich dann auch. Die setze ich dann auch so hinein. Und schaue, dass ich jetzt anfange langsam. Diese Farben ineinander zu malen. Und ihr seht schon, dass diese, wenn ich jetzt diese relativ kruden Pinselstriche jetzt auch ein bisschen vermittle, auch natürlich mit dem Risiko, dass ich dann auch wieder Sachen zerstöre, die vielleicht eigentlich ganz schick sind, aber ich lasse es drauf ankommen, weil ich dadurch jetzt auch versuche, das ganze Bild auch ein bisschen zu bearbeiten. Auch natürlich dann immer wieder mal auch diese Formen auch ein bisschen zu zerstören. Ui. Der Computer schwächelt. Ihr seht es mir nach, also der Stream ist jetzt gerade ein bisschen. Ich habe auch manchmal irgendwie das Gefühl, dass dann irgendwie am Abend dann irgendwie so viele dann vor Netflix sitzen und natürlich dann die Bandbreite begrenzen, aber. Ich brauche jetzt einfach noch ein bisschen Weiß. So, achso, genau, das habe ich vergessen zu sagen. Moment, ich gebe nur Farbe drauf. So, und die andere Sache ist. Hier gebrannt. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man die Farben nicht herholt. Ne? Weil ich brauche das Transparentoxidrot. Das ist echt die Farbe, die jetzt echt ziemlich wichtig ist. Also, weil. Mit der habe ich ziemlich viele dieser Töne gemacht, weil ich jetzt kein Orange habe und auch das Gelbe ein bisschen schwächlich ist. Nämlich dieses Transparentoxidrot. Das ist ja Transparentoxidrot von Cobra. Das ist bei der Ölfarbe also eine Farbe meines Vertrauens, kann man einfach mal so sagen. Und jetzt drehe ich mich mal um. Ich muss mal kurz Pause machen. Okay,
Die Jeanette sagt, wow, das ist jetzt toll geworden. Danke fürs Kompliment. Ich stimme Jeanette voll zu, habe meine Pinsel von heute gerade liegend aufbewahrt, halb gewaschen, noch mit Seife eingeweicht. Ah, das ruckelt gerade ziemlich, das tut mir echt leid. Also, dann gibt's. Irgendjemand hat gefragt wegen der Größe, oder? Das ist in dem Fall, der Günther hat es fast richtig. Das Ganze ist 24x30 ist es. Ne? Also, die Vera Ziegelmeier sagt, geht es dir auch so, dass du mitten im Mahlfluss aufhören musst, weil man sich dann eher vermalt und nach einiger Zeit es besser ist, dann weiterzumalen. Besser wird, wenn man weitermalt. Also in der Regel ist es natürlich so, dass es relativ geschickt ist, zwischendrin immer mal irgendwie eine Pause zu machen, dass man etwas einen Abstand hat. Ne? Also das ist sicherlich äußerst hilfreich. Aber das ist natürlich auch so die Geschichte, dass ich das bei dem Stream Deck machen kann. Wobei ich das natürlich schon gemacht habe, dass wir in dem Fall, dass ich dann manchmal Bilder weitergemalt habe, was natürlich dann super ist. Ne? Also dass man dann, dass ich eine Woche dazwischen habe und dann einfach nochmal weitermalen kann und somit natürlich dann auch wieder einen frischen Blick habe und auch die Sachen, wo mir am Schluss dann manchmal die Puste ausgeht, dann einfach auch noch angehen kann. Okay, Jeanette hat gefragt, das Bild, Größe. Genau. Der Nikolaus Kögel fragt, wäre eine Reflexion an dem Kinn von der Dame sinnvoll? Natürlich. Also das hat aber damit zu tun, dass das Kinn noch nicht an der richtigen Stelle ist. Ne? Also das muss ich dann auch noch erst einmal hinkriegen, weil die Drehung des Kopfes habe ich noch nicht. Also das heißt, dass da bin ich ein bisschen zu breit. Das zeige ich euch gleich, was ich da eigentlich auch sehe. Okay. Die Verzögerungen sind minimal. Ich danke euch recht herzlich. Also das ist gut, super. Toll, man sieht für den Marmor. Denkst du bei dem Bild auch in kaltwarm? Okay. Angel Werf fragt, das ist natürlich eine meiner Lieblingsfragen. Es gibt zum Beispiel zwei Lieblingsfragen oder zwei Lieblingsthemen. Das ist kaltwarm und fett auf mager. Die kommen so sicher wie das Amen in der Kirche bei jedem Ölmalkurs. Also das Fett auf mager, wenn man jetzt die Farbe direkt aus der Tube verwendet, und wenn man dann trocknen lässt und malt wieder weiter, solange man nicht nur mit Wasser oder Lösungsmittel verdünnt, sondern ein richtiges Malmittel hat mit Öl, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Muss man nicht wirklich so viel aufpassen. Die andere Sache mit kalt-warm ist, das ist hauptsächlich dieses Bild. Also dieses Bild ist ein blau-oranges Bild. Da geht es um, das ist ganz extrem, dieses kalt-warm, darum funktioniert es auch so gut. Also deswegen, ich will auch gar nicht groß weiter Farben einführen, und das Ganze dann noch verändern groß, sondern ich werde eigentlich bei diesem Farbschema bleiben. Und variiere jetzt dann, seht ihr ja dann auch. Vielleicht gebe ich da noch andere Farben rein, ein bisschen violett oder solche Farben, also ein bisschen erfunden, aber das ist nicht so das Ding. Aber es geht darum, dass das echt wirklich changiert, dass das kalt und warm in den ganzen Flächen dann auftaucht. Ne? Okay. Für diejenigen, die jetzt neu auch im Chat sind, was echt geschickt ist, das ist, wenn ihr meinen Namen mit einem Ad davor schreibt und wenn da mein Name aufpoppt, also dann klickt es an und dann wird dieser Kommentar für mich dann orange markiert sein, dann sehe ich ihn auch besser. Weil ansonsten der Chat rast dann so durch und wenn ich dann eben mal, dann kriege ich auch die Fragen oft nicht mit, also ihr mögt mir das nachsehen. Nämlich, den Marmor. Denkst du in kalt warm? Das haben wir ja. Dann, great work as usual, Stefan. Nice play of warm and cool colors and super strong shapes with just one brush. Yes, my dear. Andrew hat es gesagt, warm and cool colors. Das ist einfach so, das ist orange-blau, dieses ganze Bild. Ne? Wenn du dieses Motiv groß malen würdest, würdest du die gleiche Vorlage, was? Wenn du dieses Motiv in groß malen würdest, würdest du die gleiche Vorlage verwenden? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was jetzt dagegen sprechen sollte. Also wenn ich es groß machen möchte, dann mache ich es groß. Ne? Jetzt ist es eher unterlebensgroß. Also es wäre sogar geschickter, wenn das ein bisschen größer wäre im Endeffekt. Also das Bild, aber es ist jetzt einfach natürlich die Frage,
dass ich hier irgendwo auch immer ein bisschen beschränkt bin von den Größen, weil tatsächlich eine Sache, die ganz wichtig ist, das ist, dass man die Flächen relativ schnell schließen kann. Darum würde ich auch immer jedem am Anfang erst einmal empfehlen, kleinere Formate zu machen, weil man als allererstes mal die Fläche zukübeln muss. Ne? Das ist so die Geschichte. Ne? Warte, ich bin noch nicht fertig. Warte, mit tiefen groß malen. Okay, gut, danke, du hattest mich verstanden. Geht mir auch so. Die Vera. Warte mal, wo habe ich den Kommentar gehabt? Ja, genau. Da hast du natürlich recht. Die Dame guckt ein bisschen frustriert. Also das zum Beispiel, Waltraud und der Mundwinkel auch, das habe ich noch gar nicht gemalt. Das heißt, wenn ich jetzt da das Weinen anfange wegen dem Gesichtsausdruck, das, nehmen wir mal an, das ist ein Porträt, ne? Dann würde ich jetzt schon die Nerven wegschmeißen. Schon ähnlich, ne? Weil der Gesichtsausdruck, das ist so, die schaut so aus auf meinem Bild. Und das wurde ja auch angesprochen vom irgendjemand hat gesagt, mit den Reflexen, dass ich die Reflexe. Ich habe da unten noch nichts gemacht, also im unteren Teil, ne? Mundwinkel, okay. War im Nachhinein der Pinsel nicht doch etwas groß? Angelwerf war im Nachhinein der Pinsel. Gibt noch kein Nachhinein. Ne? Es gibt einen mittendrin. Denn es ist jetzt so, dass ich ja noch einmal reingehe. Also. Und tatsächlich, jetzt kommt ja der lustige Teil. Wie viel und wie genau kann ich Details machen? Denn hier zum Beispiel, da muss ich näher ran und das Kinn ist auch weiter drüben. Dann habe ich die Möglichkeit, das ist natürlich das Coole dran, ihr seht es, da wo jetzt zum Beispiel so diese Härten sind, da kann ich die dann rausnehmen. Jetzt gefällt mir das nicht so, ich will das ein bisschen rötlicher haben. Und auch etwas, was euch auffallen könnte, ist, dass ich ganz, also jetzt verstärkt auch die Kante vom Pinsel verwende. Das ist jetzt so. Und diese Reflexe, die habe ich noch nicht gemacht. Die muss ich jetzt dann. Muss ich irgendwann nochmal versuchen reinzukriegen und möglichst an der richtigen Stelle. Das hilft natürlich auch. Und auch, ihr solltet bedenken, ich male jetzt zwar immer wieder auf die gleichen Stellen drauf, aber ich vermale jetzt auch und versuche dann auch immer wieder Farbe drauf zu malen. Seht ihr schon, diese dunklen Akzente, die sind mit die wichtigsten Farben. Die das Bild auch dann wirklich auch oft machen. Aber es ist auch ganz entscheidend, dass ihr euch überlegt, also oder es ist nicht entscheidend, dass ihr das überlegt, das ist. Das, was ihr machen müsst, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wie euer Bild aussehen sollte. Das ist etwas, um was es dann geht.
Ihr seht schon, jetzt habe ich das alles so zusammen. Da zum Beispiel der Reflex, der ist eigentlich nicht mal schlecht so vom Farbton her, nur ist er halt ein bisschen krude. Und es gibt noch keine Abgrenzung zum Hals. Also das heißt, dass jetzt zum Beispiel hier diese Dunkelheit. Erst einmal, ich nochmal. Einfach reinsetzt. Ja. Dankeschön, Schwarzkünstlerin. Es ist schon jetzt ganz wundervoll. Und viel lebendiger. Dankeschön. Verquellen meinte die Farbe verschmutzen bzw. vergrauen. Ja, das heißt, eigentlich, das ist nicht nur das, sondern ich mische auf der Oberfläche. Also. Diese Glanzlichter, ihr wartet die ganze Zeit natürlich auf die Reflexe. Das heißt natürlich, ich habe so das Gefühl, dass ihr natürlich hinter mir steht und mir in den Nacken atmet. Und dementsprechend ist es natürlich immer wieder so der Klassiker, dass ich natürlich auch fröhlich verkrampf, wenn mir das passiert. Also das heißt, dass wenn ich das jetzt mache, dann ist es ja immer so, dass ihr zuschaut und euch Gedanken macht. Das weiß ich auch, weil ich nämlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das macht, weil ich nämlich das auch so mache, dass ich dann mir Gedanken mache, wann repariert ihr das? Wann geht er da dran und klärt es? Und das ist auch so eine Sache, warum das funktioniert. Das ist, weil ich einen guten Pinsel habe. Seht ihr das? Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Kann man das sehen? Ja, genau. Der macht, ich klebe den zusammen. Wenn ich jetzt hier diese ganzen Details mache, dann nehme ich die Farbe und ich habe ihr das nicht verdünnt, aber ich habe den so wie, ihr seht das, ich kann hier total feine Details machen. Und wenn ich jetzt nur eine kleine Stelle haben will, dann kann ich das auch machen. Also das heißt, je nachdem, wenn ich jetzt hier das so machen möchte, kann ich das natürlich. Und es ist auch so, dass es total wichtig ist, dass ihr erst einmal die Dunkelheiten macht. Also ihr seht es, die Reflexe, da halte ich mich noch zurück. Weil es darum geht, dass man die Dunkelheiten daneben macht. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Auch noch eine Geschichte ist, dass ich jetzt kaum mehr Malmittel verwende. Ne? Schau ich das an. Wenn ich möchte, dass der Kopf hier vorkommt, muss ich daneben das Dunkel machen. Und dann scheint dann dieser dieser Ton dann raus. Und das bedeutet dann, dass ich dann auch entscheide, wie viel ich an Kontrast da reingebe. Weil, auch wiederum, das ist ja ein ziemlich heikles Thema jetzt im Hinblick darauf, vom Malerischen her, weil das Ganze so funktioniert, dass ich das über die Dunkelheiten mache. Erst einmal. Ich brauche dann noch, und für die Unterlippe brauche ich noch eine Dunkelheit, einen Reflex, aber ich mache erst einmal das Ganze über die Dunkelheit. So. Was so schön ist, mache ich jetzt mal die Reflexe, auf die ihr die ganze Zeit wartet. Ja, genau. Daumen drücken. Genau. Liken. Und wenn der nicht liked, also gefällt mir nicht, dann drückt es zweimal. Das hilft auch. Ne? Das ist eine der super duper Fragen. Die Christine fragt,
Weil es so schön ist, mache ich das jetzt einfach mal für euch. Gehören die Reflexfarben eigentlich zu den Schatten- oder Lichterfarben? Das ist total wichtig. Also wenn ihr das auf der Palette anschaut, ich male jetzt einfach mal eine Lichterfarbe als Reflex rein. Und das ist falsch, weil ich jetzt hier in meinen Schattenfarben, ich muss meine Reflexfarbe aus dieser Familie suchen und nicht in dieser. Jetzt ist es so, dass hier dieser Reflex total hell wirkt, weil natürlich dann hier das Licht drauf trifft und da rein reflektiert. Und dementsprechend ist es so, dass unser Auge das so wahrnimmt. Also das ist die Problematik an der ganzen Geschichte. Ich muss aber trotzdem noch was anderes ändern. Ah, da ist auch noch eine Stelle. Das ist. So. Okay. Das ist, I got sidetracked, wie wir auf Neufranzösisch sagen würden. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel nicht ganz die ganz helle Lichterfarbe reingebe. Ich bin ein bisschen vorsichtig, also naja, ich muss es gescheit machen. Dann wäre das einfach falsch, weil unser Auge sieht, das kommt daher und das kann nicht hier drin sein. Das kann einfach nicht da drin sein. Und das hat damit zu tun, dass das umgeben ist von Dunkelheit und dementsprechend leuchtet es aus der Dunkelheit raus. Und somit ist es total wichtig, dass ihr da eigentlich Farben findet, die genau dahin gehören. Ja. Das ist natürlich echt die allerbeste Sache, die man mit der Ölfarbe machen kann. Nämlich auch auf der Oberfläche mischen. Ne? Weil ich brauche jetzt eigentlich die ganzen Reflexe, die brauche ich. Überall hier. Und was dann auch natürlich der Fall ist, das ist, dass ich auch immer wieder an andere Stellen rangehe, damit. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch so Härten sehe, die mir nicht gefallen, dann schaue ich, dass ich da eine Vermittlung mache. Die Armbeuge noch gar nicht gescheit gemalt. Okay. Angelwerfer. Du sollst mit einer ruhigen Hand Gefäßchirurg werden. Verwendest du nie einen Maßstock? Nee, in dem Fall, aber ich kann euch wirklich, das ist auch eine gute Sache. Ich muss mal kurz aus dem Bild rennen, ne, weil es so schön ist. Und hol was. Ja, seht mich zwar nicht mehr, aber ich hoffe, dass ihr mir noch hört. Dass ihr mich noch hört, denn für diejenigen, die fröhlich zittern, ne, da habe ich was für euch. Und das wäre in dem Fall, wenn ihr sozusagen die Sparversion von einem Malstab, also das heißt, es gibt im Künstlermaterialhandel gibt es einen Malstock, das ist eigentlich ein Stock mit einer Kugel vorne dran, wo Leder drüber ist und die ist ein bisschen gepolstert, dass man es auf die Leinwand geben kann. Das kann man sich kaufen dann dort im Künstlermaterialhandel. Aber was eigentlich noch viel besser ist, das ist,
Ein Gehstock, ne? Den kann man beim Altwarenhandler, kann man den für 1 € oder sowas kaufen. Und das zeige ich euch gleich. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt das ganze Ding hier nämlich, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ich hänge das nämlich über mein Bild drüber. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Ich hänge das drüber und habe den Vorteil, dass ich es loslassen kann. Ne? Das heißt, ich habe dann den großen Vorteil, dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt dann hier eine ruhige Hand, aber dann fange ich an, irgendwie davor zu gehen und natürlich, jetzt war natürlich ein bisschen im Weg, aber das hilft mir natürlich. Ne? Also ich mag es nicht so besonders, weil, wie hat mein Vater immer so schön gesagt, schön krumm ist auch nicht garstig. Ne? Insofern alles halb so wild. So. Und was ich schon mache, ist, dass ich da versuche, auch immer mehr diese Farbe ineinander zu malen. Und ich mache das dann über. Ich versuche dann wirklich tatsächlich Farbe drauf zu malen. So, das heißt, damit werde ich jetzt dann auch in die Zielgerade rasen, denn ich werde jetzt diesen Reflex versuchen zu mischen. Und das schau ich mir jetzt an. Schau mir an. Also, das Gelb ist echt eine Krankheit, muss man einfach sagen. Cadmiumgelb ist schon die Farbe meines Vertrauens. Da. So, seht ihr das an? Das ist so, das ist jetzt, wenn ich das jetzt vergleiche, das ist jetzt der Ton. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Jetzt ist es aber auch so, ihr seht es, wenn ich drauf drücke, kommt die Farbe wieder raus. Das ist natürlich echt der Fluch meines Spiels, dass ich einfach nur mit einem Pinsel mal. Andererseits ist es auch so, dass er jetzt zu fett ist. Also ich kann keine Details machen. Ne? Und das kann ich erledigen, indem ich dann tatsächlich die Farbe rauswische und auf diesen Fleck gehe und diesen Pinsel mir so fasoniere. Und dann habe ich die Möglichkeit, seht ihr das? Und jetzt kann ich sagen, gefällt mir nicht. Mache ich es noch ein bisschen gelber, mache ich es noch ein bisschen farbiger. Mache es noch ein bisschen farbiger. Und habe dann da. Dann hier diese Töne. Da. Und wenn wir die dann zu arg sind, dann male ich weiter. Und mal die dann wieder weg. Ja, wenn wir die zu arg waren. Jetzt gehe ich wieder auf die Palette, holen wir das. Auf die Oberlippe brauche ich es auch noch. Und da ist auch so. Und das lasse ich jetzt einfach eher ein bisschen krude stehen, weil ich was dann vermalen erstmal. Also und dadurch, dass der Pinsel so groß ist, gibt es dann nur eine Möglichkeit, dass ich dann diesen Farbton setze, also diese Farbe draufsetze und dann wieder korrigieren muss. So, ich brauche jetzt einen Ton, der viel oranger ist. Und jetzt habt ihr eigentlich auch ganz gut gesehen. Also was man da ganz gut sehen konnte, ist, ich habe das Gelb jetzt hier und das Rot dominiert das Gelb sofort, weil das Gelb zu wenig pigmentiert ist. Deswegen würde ich euch echt keine Ersatzpigmente empfehlen. Das heißt, wenn Cadmium ist, dann ist Cadmium. Das kann man nicht ersetzen. Ne? Jetzt finde ich diese Farbe sogar noch ein bisschen knuspriger, wenn die dann da ist.
Und dann habe ich hier eins. Da. 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 Und diese Töne, die kann ich dann sogar noch ein bisschen vermalen. Der Stefan Nützl und ich, was? Um was geht's? Ah, da kommt der Franke raus. Ne? Echt? Habe ich fränkisch geredet? Hör ich mal. So. Also, ihr seht natürlich logischerweise, dass man sich jetzt mit den Formen natürlich noch um einiges mehr spielen könnte. Gerade eben zum Beispiel bei den Haaren. Das ist auch so eine Sache, die ich auch was ausmachen würde. So, das schaut nach Endspurt aus. Ladies and Gentlemen. So, jetzt wäre die Frage, was ich noch mache. Ne? Norbert Schwegler fragt, welche Pinselgröße verwende ich jetzt? Das Interessante daran ist ja, dass die Europäer und dann die Amerikaner wieder unterschiedliche Nummernzahlen haben. Also ich würde echt immer davon ausgehen, das sind ungefähr 2 Zentimeter breit ist der Pinsel ungefähr. Also das ist hier von Bösners und Brislon heißt der. Das ist ein Synthetikpinsel. Das Tolle dran ist, dass ich heute nicht mehr so viel putzen muss. So, sind zwei Sachen, die ich jetzt noch mache. Also das ist jetzt abschließend und das kann ich euch jetzt gleich sagen, was mein Plan ist, mein Plan ist. Ich möchte Räumlichkeit reinkriegen noch ein bisschen. Also ich möchte diese Räumlichkeit steigern. Und mein Andrew würde das so machen. Der würde eine Malspachtel nehmen und es dann draufsetzen. Aber das passt jetzt im Moment nicht wirklich zu meinem Bild, aber es ist so, dass ich jetzt diese letzten Pinselstriche und ich muss da immer wieder jetzt die frische Farbe holen. Da Schlüsselbein. Da. Und dann vermale ich das dann. Das waren so die. Und das andere, was ich jetzt noch mache. Also, 16er Größe, das ist 14er. Wir hatten jetzt auf 16 getippt. Der Sascha, oh, du bist echt der Profi. Das ist in dem Fall, der hier ist der 16er und der andere ist der 14er. Zack, das ist hier 14, 16. So. Und. Ah ja, genau. Ich sehe auch noch was, was ihr noch machen könnt hier. Nämlich, weil es so schön ist, weil ich schon so geschimpft habe auf die Farbe. Jetzt verwende ich sie brutalst. Das, was ich.
So. Ich werde gleich auf die Frage antworten, die ist gut. Warum sollte ich das? Warum sollte ich nur einen Pinsel verwenden, nachdem ich mir im Künstlerbedarfsladen so viele Pinsel gekauft habe? Als Übung. Das ist eine bombastische Übung, wenn ihr. In dem Fall müsst ihr das gar nicht so streng machen. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie das Ganze dann so funktionieren kann. Ich würde eigentlich zwei Pinsel verwenden. Aber ich konnte jetzt nicht mal raus aus meinem Konzept. Ne? Das ist irgendwie so die Problematik an der ganzen Geschichte. Ne? Und das ist jetzt eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass es viel wichtiger ist, die Dunkelheiten zu machen, als die Helligkeiten. Weil nämlich die Dunkelheiten tatsächlich eigentlich das sind, was dann die Reflexe ausmacht. Das war mir jetzt ein bisschen zu dunkel. Das Kinn ruiniert. Das war jetzt ein typischer Andrew Judd, was ich jetzt gemacht habe. Einfach mal ein bisschen angeben und dann das Bild ruinieren. Kann man nix. So. Waren sowieso noch zwei Sachen, die mir neu zu gefallen haben. Das war tatsächlich noch hier das hier. Das muss ich heller machen. Das probiere ich dann, ne, wie die Farben dann wirken. Und jetzt muss ich noch den Reflex noch mal reinmachen. Den da, die Farbe. Ne? Kurz verzweifeln wegen der Farbe im Pinsel, dass ich die nicht rausbekomme. Hast du deinen Pinsel schon mal im Gin Tonic gereinigt? Nee, beim Aquarellmalen bei den Kursen habe ich oft den Pinsel in die Kaffeetassen, die direkt am Tisch standen, gegeben. Beim Gin Tonic fände ich es ein Frevel. Und nochmal. Das heißt, ich habe jetzt die alte Farbe genommen und ich möchte es jetzt natürlich schnell und gut machen, aber ich mache es einfach schnell und nicht gut, weil ich tatsächlich eine Farbe anrühren muss. Ich muss eine Farbe mir anmischen, sonst funktioniert es nicht. Weil ich brauche jetzt hier einfach nochmal einen Akzent. Seht ihr das? Ich brauche einfach nochmal ein bisschen frische Farbe, damit das Ganze dann. Und ich drehe dann auch immer den Pinsel. Ne? Das heißt, ich drehe den dann. So. Ich würde mal sagen, ich könnte jetzt natürlich mit noch ein bisschen mehr. Ich würde jetzt dann auch tatsächlich einfach auch ein bisschen die Farben ineinander rühren, damit das Ganze weicher wird. Das kann man auch noch machen. Aber es entstehen dann immer mehr Pinselstriche und so. Das ist jetzt irgendwie so die Geschichte. This is as good as it gets, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ne? So schauen wir aus. So schauen wir aus. Und in dem Fall
wandere ich jetzt mal zum fröhlichen Abspann und schauen wir mal, ob noch irgendwelche Fragen sind. Also ich hoffe, das habe ich beantwortet. Also das ist so, mir geht es eigentlich eher um die Größe des Pinsels und was natürlich geschickt wäre, das ist einfach, wenn ihr zwei Pinsel, also die Hauptsache ist, dass man mit einem großen Pinsel Details auch machen kann. Und ich würde, oder das ist grundsätzlich so, gehe ich so vor, dass ich erstmal mit großen Pinseln anfange und dann aber einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich dann merke, dass das jetzt echt mühsam ist, das jetzt mit dem Kinn und mit dem Mund, dann würde ich einen kleineren Pinsel nehmen. Aber es ist erstmal wichtig, dass ihr mal mit einem großen Pinsel das einfach mal malt. Und mal schaut, wie das funktioniert. Und schaut, wie weit ihr kommt. Hat aber damit zu tun, dass ihr einen relativ guten Pinsel nehmen müsstet. Also das ist so diese ganze Geschichte. Langsam geht das Liebliche verloren und sie bekommt einen fast diabolischen Ausdruck. Ja, das ist wahrscheinlich... Na, eigentlich nicht. Hat sie immer noch, finde ich. Mal so allgemein, sind diese angeschrägten Flachpinsel für solche Sachen dann flexibler oder spielt das keine Rolle? Also die würden wahrscheinlich flexibler sein. Man kann mit diesen angeschrägten, also der Andrew verwendet die total gern, kann man natürlich auch Details machen. Also ich habe noch keinen richtigen Sinn da drin gesehen in den Pinseln, aber es gibt da noch einen anderen, einen australischen oder neuseeländischen Künstler, der heißt Andrew Tischler. Der ist ein ziemlicher genauer Maler und der verwendet die. Der hat die dann sozusagen, er nennt die sogar Andrew Tischler Brushes, die es bei der Rosemary kaufen kannst. Aber warum gut, ihr seid so schnell. Super Bild und schon öfters geschrieben. In der Zeit hätte ich nicht mal die Vorzeilen fertig. Danke, Günther. Also der Ausdruck ist mir jetzt wurscht, Christine, weil da kann ich jetzt nicht mehr dran rumfrickeln. Also das funktioniert dann nicht so. Flachpinsel, Apo hat schon gefragt. Angelika sagt, voll schön geworden, Christine. Ich finde, aus dem Mädel ist eine junge Frau geworden. Ja, nichts geht verloren. Bis jetzt... Bis jetzt ist es klasse geworden. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Dankeschön, Sascha. Klasse, Stefan. Isabel, super. Sehr schöne Arbeit. Vielen Dank. Okay. Okay, immer wenn ihr unten den Balken da unten laufen habt oder so, dann geht schon los sozusagen. Winke, winke. Okay, natürlich, dann kann ich meine salbungsvollen Worte machen. Okay, wir sind jetzt wieder eine Stunde, 38 Minuten sind wir schon drin. In dem Fall möchte ich mich bedanken bei euch. Es ist entzückend, dass ihr so zahlreich vertreten zugeschaut habt. Und ansonsten... Oh, thanks, Andrew. Did you understand what I was saying? But painting is an international language, my dear. Okay, great that you joined us. Cool, I like it. Hättest du dieses Bild auch mit einem Katzenzungenpinsel geschafft, da wäre es schwieriger geworden. Weil nämlich der Katzenzungenpinsel lässt dir diese Ecke nicht zu. Also das würde anders ausschauen. Da muss man den Pinsel anders fasonieren. Es geht alles. Du kannst mit einem blöden Schulmalpinsel kannst du ein Bild malen. Das ist jetzt echt, das ist die Frage eben, wie man den voll lädt und wie man malt. Also das ist so, sehr schön war der Kommentar meiner Annette Bayer, meines Manns, oder? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Schön ist geworden, egal diabolisch oder lieblich. Toll war es wieder. Dankeschön. Ansonsten, nächster Stream. Ich möchte euch bitten, falls ihr irgendeine Idee habt, was euch auf dem Herzen brennt, also das mit den Tonwerten klingt schon mal ziemlich gut. Vielleicht werde ich da eine Übung dazu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es mit der Ölmalerei noch gar nicht gemacht. Ne? Bei der Gouache-Malerei habe ich mal einen Stream gemacht. Aber es wäre eigentlich nicht schlecht, das aufzufrischen. Denn wenn ihr gegenständlich malen wollt, dann müsst ihr da gar nichts, aber es ist hilfreich, wenn ihr gegenständlich malt, dass ihr Tonwerte erkennt. Das ist einfach eine Sache, die sollte man erlernen. Das ist so die Sache. Der ist am 10.3. wäre das nächste Woche, am Mittwoch. Und die Künstlerbibliothek diesen Freitag geht über Lovis Corinth. Da habe ich ziemlich viele Kataloge. Und ich versuche mich natürlich einzubremsen und das Ganze runter zu reduzieren auf das Wesentliche. Nämlich am 5.3. diesen Freitag, 20.30 Uhr, aus diesem Theater. Und mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Na, Daumen hoch. No, freue mich schon. 59 mag ich Bewertungen habe ich schon. Und mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, außer, wie man so schön sagt, sagt zum Abschied leise Servus. Oder in Wien sagt man Bussi Baba. Oder wenn man es ganz gut meint, sagt man
Baba und Feinet. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream. Lasst euch gut gehen, lasst den Herd unterkriegen von was auch immer. Und malt fleißig weiter. In diesem Sinne, ciao. Oh, ich muss meinen Cursor finden. Also.